Hallo am 26.03. Wir nehmen heute das Tarot der weißen Katzen und wir schauen mal, was da rauskommt. Wir haben drei Karten und zwar 4 der Stäbe, Knabe der Münzen und die Welt. Das ist super. Ich zeige euch die drei jetzt mal. Einen Moment. Das sind die Karten, die wir heute haben. Mit der 4 der Stäbe gibt es erst einmal was zu feiern. Die 4 der Stäbe ist die Karte der Hochzeiten, Verlobungsfeiern, Geburtstagsfeiern, Jubiläumsfeiern, Babyshowers, also alles, was es so gibt an Feierlichkeiten. Ja, das ist etwas sehr Schönes, was uns da heute ins Haus steht. Dann haben wir hier den Knaben der Münzen. Das ist eine Nachricht, die zu uns kommt, die, wo es um Geld geht oder materielle Dinge, wie zum Beispiel Haus, Auto etc. Und das ist eine positive Nachricht. Das heißt, wir kriegen vielleicht einen kleinen Bonus von der Arbeit oder dergleichen. Und für einige von euch ist auch die Weltkarte da. Die Weltkarte ist eine Karte, die besagt, wir haben alles, was wir brauchen. Denn wir haben hier rundherum die 4 Symbole für Feuer, Erde, Wasser, Luft. Ja, also im klassischen Tarot sind das dann nicht 4 Katzen rundherum, sondern die Schwerter, die Kelche, die Stäbe und die Münzen. Die ja stehen für Feuer, Erde, Wasser, Luft, für die 4 Elemente. Das heißt, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben geistig, seelisch, emotional, von unseren materiellen Dingen her und von unserer Einstellung her und von unseren Ressourcen her haben wir alles, was wir brauchen, um weiterzukommen im Leben. Das heißt, der heutige Tag ist extrem gut. Alles, was ihr heute anfasst, wird sehr wahrscheinlich gelingen oder wird größer werden oder wachsen. Das ist eine wunderbare Energie. Jetzt schauen wir uns noch an, wer ist der Glückspilz des Tages? Glückspilz des Tages ist heute der Löwe. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und Glückszahl des Tages ist die 5. Dann schauen wir noch mit dem Ja-Nein-Würfel. Wer von euch eine Ja-Nein-Frage hat, eine bestimmte, der kann sie jetzt stellen. Aber ich warne euch vor, der Würfel kann auch sagen Jein. Ja? So, jetzt schauen wir mal, was da heute rauskommt. Wir haben heute ein großes, dickes Ja, dass ich das richtig in die Kamera halte. Ich mache das immer so, ich werfe den hoch und dann ohne zu schauen, lege ich ihn auf den Tisch und schaue, welche Seite zu mir schaut. Und heute war das eben ein großes Ja. Vergesst nicht, unter dem Video ein Like zu lassen und ein Abo auf dem Kanal. Beides ist völlig gratis für euch. Ich wünsche euch ein schönes Tag. Tschüss.